Ja, ich tue mich da immer sehr schwer mit Prognosen. Ob das jetzt über uns selber ist, über die Austria, wenn man am Beginn der Saison gefragt hat, oder ob das jetzt das National drin betrifft. Und aktuell ist das sehr hohe Euphorie um das Team. Das ist natürlich auch fein, ich bin eh froh drüber, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat Zeiten gegeben, wo ich selber den Fernseher nicht eingeschalten habe, weil mir gewisse Dinge einfach nicht so gut gefallen haben, die da abgelaufen sind. Jetzt, Gott sei Dank, tendieren wir in eine andere Richtung. Ich habe das gemerkt, beim Flieger, wie wir eingestiegen sind, plötzlich sind extrem viele Leute dabei, die halt früher wahrscheinlich nicht mitgeflogen wären, ob das jetzt Presseleute sind, mehr Presse oder Gönner des Nationalteams. Das ist einfach fein und das haben sie, wie gesagt, alle erarbeitet, die Jungen auch, und ich bin froh, dass so viele gute Junge jetzt nachrücken, und ich denke, diese Schritte, die vor 5 bis 10 Jahren der ÖFB gesetzt hat, die greifen endlich, und bin sehr froh drüber, und in der Zukunft braucht doch uns eher nicht bange werden, denke ich. Dann wäre ich hoffentlich mit dem Studium, mit welchem auch immer, schon fertig. Nein, ich wäre sicher Student geworden, hundertprozentig. Ich hätte mich interessiert für Sport und eine Kombination Geschichte, keine Ahnung was. Irgendwas hätte ich sicher noch gemacht, weil ich bin auch sehr sprachentalentiert, würde ich sofort sagen. Und jetzt so in die Richtung was gemacht. Eventuell sogar in die pädagogische Richtung, Lehrer, keine Ahnung, so in die Richtung was. Wenn du sagst, ist eher eine spezielle Geschichte, das ist richtig, weil du musst ehrlich sagen, zu Zeiten eines Hauptschülers habe ich halt anstatt den Roxette, was damals angesagt war, habe ich gehört, die Beatles, weil mir die mehr taugt haben als die Geschichte. Und da war ich halt auch wahrscheinlich eher an der Außenseite, aber die haben einfach taugt damals. Und so ist es immer so gewachsen. Dann, wie die Zeit des Techno losgegangen ist, war ich ein brutaler Techno-Jünger und bin extrem auf die Geschichte abgefahren. Ich habe einige Freunde, die auflegen oder nach wie vor auflegen in dem Bereich, beziehungsweise auch Festivals in dieser Richtung veranstalten. Also ein Freund von mir macht das größte elektronische Musikfestival Oberösterreichs, das Pressure heißt es. Und ja, also das war immer schon so eine spezielle Geschichte. Aber mit den Jahren bin ich immer breiter aufgestellt worden, sage ich mal. Also nicht mehr nur elektronisch, sondern dann Freunde gehabt, die mir einfach mehr auch zur Gitarrenmusik gebracht haben. Und wie gesagt, mittlerweile höre ich einfach alles außer Mainstream-Pop. Das führt zwar oft zu Diskussionen mit der Freundin, aber so bin ich, so ticke ich, und das ist einfach mein Ding und das gefällt mir, das taugt mir. Ohne Musik geht's nicht. Also ich stehe auf und brauche Musik, gehe ins Bett, brauche Musik, und Musik belebt das Leben. Bist du quasi at home bei FM4? Ja, Tonbaby, so ist es genau. Und ich bin endlich auch jetzt mal in den Genuss gekommen, in die Studios zu kommen. Bin mir davor gekommen wie ein kleiner Bub am Weihnachtsbaum. Hab da mit dem Herrn Blumenau kurz plaudern dürfen. Da ein Shooting gemacht mit dem DJ Beware, Christian, den DJ. Und das war eine Riesengeschichte für mich. Also da habe ich mich gefühlt, wie sich wahrscheinlich einer fühlt, wenn ein Cristiano Ronaldo oder ein David Beckham trifft. So ähnlich war das für mich. Weil es ist einfach eine große Sache für mich. Und FM4 ist einfach da die Nummer 1 Radiostation in Österreich für mich auch. Und da habe ich mich sehr gefreut drüber, und das ist mein Ding. Manuel Ortlichen ist mittlerweile schon ein sehr guter Freund von mir geworden und ein Typ, der mit Rat und Tat momentan sehr viel zu ihrer Seite steht, und umgekehrt denke ich genauso. Dort, ja, kenne ich jetzt schon länger ein bisschen, jetzt schon 2,5 Jahre fast, und ja, sehr sympathischer Typ, offener Typ, mit dem kannst du immer was unternehmen, und ja, sehr guter Charakter, und ja, zu da von meinen Freunden, also sind von meinen Freunden. Wie gesagt, ich interessiere mich sehr, sehr für neue Medien. Ich bin einer, der eher mit der Zeit geht, würde ich sagen. Ich bin ein Internetfreak, suchtsüchtig eigentlich sogar. Brauchen wir da selber nichts vormachen, ich bin ehrlich zu mir. Ja, ich schaue mir die ganzen Dinge einfach an, was es da so gibt, ob jetzt Facebook oder Twitter. Versuche die zu nutzen auch. Vielleicht sind ein paar Dinge dabei, die auch ein paar Fans interessieren. Keine Ahnung, ich habe immer schon wieder auch Rückmeldungen gehört, die Fans gefällt es, wenn ich irgendwelche Fotos poste von der Kabine oder wo es wir so abseits ab und zu treiben, wenn wir unterwegs sind. Und diese Dinge versuche ich zu nutzen, weil es mir Spaß macht. Ich würde auch nützen, wäre ich jetzt kein Fußballer. Ich hätte auch eine private Homepage, wäre ich kein Profifußballer, weil mir einige darauf angesprochen haben, ob ich mich da jetzt selbst darstellen will. Da habe ich immer gesagt, nein, gar nicht, das würde ich auch machen, wäre ich kein Profi, weil, wie gesagt, es gibt auch einen örtlichen außerhalb, und dann hätte es auch so gegeben. Ja, und ich versuche einfach mit der Zeit zu gehen und bin diesen Dingen halt sehr aufgeschlossen. Ansonsten versuche ich halt viel Zeit mit Freunden zu verbringen oder mit der Freundin, was momentan etwas schwierig ist, weil sie leider noch in Kärnten ist. Weil sie halt Ärztin ist und noch keinen Job hat, und sie wieder nachrücken, und dann bin ich froh, wenn auch die wieder hier ist.
Stichwort Fotografie. Richtig, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Das ist leider ist ein bisschen im Hintergrund, weil wenn ich ehrlich bin, ich tue zwar sehr gerne fotografieren, aber in letzter Zeit bin ich leider nicht so viel dazu gekommen. Aber ich habe da, wie gesagt, ein eigenes Ding laufen und eine Homepage auch und mein Geburtsdatum www.04083.com, ein bisschen Eigenwerbung. Werden wir jetzt unten einblenden. Ja. Und ja, da stehen einfach die Dinge einfach online. Falls man interessiert, wird mir vor allem reinschaut und dann mir über die Homepage schreibt. Wäre eine feine Geschichte. Keine Ahnung, ob es gefällt. Noch ein Stichwort, ja. Wakeboarding. Ja, das war so eine Geschichte, die sich eigentlich jetzt in diesen 2 Jahren, wo ich in Kärnten war, angeboten hat, weil ich habe ja meine Wohnung in Felden gehabt und ja, wenn du am See wohnst und siehst, was da im Sommer immer los ist, da kribbelst du einfach selber auch und ja, ist einfach sehr, sehr cool, Wakeboarden. Und unser Physiotherapeut, der Ogris Christian, der ist halt auch Wakeboarder und hat mir gesagt, es gibt auch in Wien eine Möglichkeit und somit werde ich diese Geschichte auch nächstes Jahr im Sommer hier ein bisschen forcieren.